deshalb jetzt ein riesengroßer Applaus bitte für Heike Makatsch. Dicht vor der Schule begegnete Tom Huckleberry Finn, dem Sohn des berüchtigten Trunkenboldes aus dem Ort. Huckleberry war gründlich gehasst und gefürchtet von allen Müttern der Stadt, weil er nach ihrer Ansicht faul war, frech und ordinär und ungezogen. Und besonders, weil ihre eigenen Jungen ihn so bewunderten und rein versessen waren auf seine verbotene Gesellschaft, ja, sich sogar wünschten, so zu sein wie er. Tom war, wie alle anderen anständigen Jungen, von Herzen neidisch auf Huckleberry wegen seiner ungebundenen Existenz. Ihm war streng befohlen worden, ja, nicht mit ihm zu spielen. Und so spielte er natürlich mit ihm, so oft sich nur eine Gelegenheit dazu bot. Huckleberry steckte immer in alten, abgelegten Kleidern von Erwachsenen, die aussahen, als ob sie niemals neu gewesen seien und die in Fetzen und Lumpen um ihn herum hingen. Sein Hut war die Ruine einer ehemaligen Kopfbedeckung, deren Krempe durch einen halbmondförmigen Riss vom Hauptteil getrennt war. Seine Jacke, wenn er überhaupt eine trug, ging ihm bis auf die Hacken und die hintersten Knöpfe saßen etwa in der Gegend der Kniekehlen. Ein einziger Träger hielt seine Hosen und die umfangreiche hintere Partie hing leer und sackartig herunter und blähte sich im Wind. Die ausgefransten Hosenbeine schleiften im Straßenschmutz, wenn sie nicht zufällig aufgekrempelt waren. Huckleberry kam und ging, wie es ihm gerade passte. Bei schönem Wetter schlief er auf Treppenstufen und bei schlechtem in leeren Fässern. Er brauchte weder in die Schule zu gehen noch in die Kirche, brauchte niemanden als Herrn anzuerkennen und keinem zu gehorchen. Er konnte schwimmen und fischen gehen, wann und wo er nur wollte und so lange ausbleiben, wie es ihm beliebte. Niemand verbot ihm, sich mit anderen Jungs zu prügeln und abends wurde er von keinem Menschen ins Bett gesteckt. Er war immer der erste Junge, der im Frühling barfuß lief und der letzte, der im Herbst die Füße wieder in das dumme Leder steckte. Zu waschen brauchte er sich nie, zu kämmen auch nicht. Ebenso wenig frische Wäsche anzuziehen und fluchen konnte er wundervoll. Mit einem Wort, alles, was das Leben schön und begehrenswert machte, dieser beneidenswerte Huckleberry besaß es. So dachte und fühlte jeder einzelne der geplagten, von allen Seiten eingeengten, anständigen Jungs in St. Petersburg. Tom begrüßte den romantischen Helden sofort. Hallo, Huck! Tag, Tom, guck mal. Ja, was hast denn du da? Eine tote Katze. Zeig her, Huck. Donnerwetter, ist die schon ordentlich steif. Woher hast du sie? Gekauft von einem Jungen. Und was hast du dafür gegeben? Eine Schweinsblase, die ich im Schlachthaus gefunden habe. Und einen blauen Zettel. Woher hattest du denn den blauen Zettel? Gekauft. Von Ben Rogers. Für einen Stock. Sag mal, Huck, wozu braucht man eine tote Katze? Wozu? Na, Warzen mit wegzumachen. Ganz einfach. Man nimmt eine tote Katze und geht um Mitternacht auf den Friedhof, wo ein Verbrecher begraben ist. Und wenn es 12 schlägt, dann kommt der Teufel. Manchmal auch 2 oder 3 und holt den Verbrecher. Sehen kann man ihn nicht, aber man hört ihn, so wie den Wind. Und es klingt, als ob jemand spricht. Und wenn sie ihn dann wegholen, dann schmeißt man die Katze hinterher und ruft, Teufel hinterm Leichnam her, Katze hinterm Teufel her, Warze hinter Katze her, sehe von allen dreien nichts mehr. Ich sag dir, das vertreibt dir jede Warze. Hört sich gut an. Hast du schon mal versucht, Huck? Heute Nacht. Ich glaube nämlich, heute Nacht kommen sie und holen den alten Hoss Williams. Der ist aber schon Sonnabend begraben worden, Huck. Warum haben sie ihn denn dann nicht schon Sonnabendnacht geholt? Was redest du bloß für ein Zeug zusammen? Wären sie vielleicht fertig geworden bis Mitternacht? Und Sonnabend, Mitternacht ist doch schon Sonntag. Hast du deinen Lebtag schon mal gehört, dass sich ein Teufel am Sonntag auf die Erde traut? Ach ja, dann habe ich gar nicht gedacht. Du, lass mich mitgehen. Meinetwegen, wenn du keine Angst hast. Angst? Keine Spur. Ja, dann kriegen sie doch ein bisschen Angst und ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr gleich ins Kino geht, weil diese Episode ist ganz schön spannend da auf dem Friedhof. Also wünsche ich euch allen viel Spaß jetzt gleich im Kino.
bei Tom Sawyer und Huckleberry Linus Spinner. Pankow TV. So sieht's aus.